Aufträge ohne Ende für Alessandro Schmidt aus Borken. 45 Mitarbeiter beschäftigt der Malermeister. Wenn nötig, nimmt er aber auch selbst noch gern Pinsel oder Kelle in die Hand. Wir haben ja teilweise 30 Projekte am Laufen. Deswegen ist es schwierig, da noch mitzuarbeiten. Aber da, wo es natürlich geht, helfe ich den Jungs. Ne? Weil mir macht es ja persönlich auch noch Spaß. Vor 11 Jahren hat der Selbstständige den Malereibetrieb noch in einer Garage übernommen. Der damalige Meister suchte einen Nachfolger. Fündig wurde er bei dem jungen Absolventen vom Edersee. Den Betrieb gibt es jetzt schon mittlerweile 80 Jahre. Und als junger Kerl, ich war zu dem Zeitpunkt noch 21, ist man schon vorsichtig, ja, und hat man noch nicht zu 100% den Mut. Und deswegen war ich auch schon froh, dass das Projekt NEO und die Kreishandwerkerschaft hinter mir stand. Genau dieses Projekt NEO ist auf die Vermittlung neuer Chefs spezialisiert. Quasi wie eine Dating-Plattform für Betriebe. Die große Hürde? Unternehmer beschäftigen sich ungern mit dem Verkauf. Das ist ja ungefähr so wie den eigenen Tod vorbereiten. Also man macht das nicht wirklich, sondern eigentlich denkt man, dass man noch extrem lange an den Dingen schafft und arbeitet. Doch Vorbereitungen sind wichtig, Nachfolger Mangelware. Nur rund ein Fünftel aller Handwerker machen sich wie Alessandro selbstständig. 58% davon gründen selbst und nur 42% übernehmen bereits bestehende Betriebe. Dabei werden deutschlandweit jährlich mehr als 10.000 Nachfolgeunternehmer gebraucht. Besonders da, wo der Fachkräftemangel stark ist, etwa im Lebensmittelhandwerk, fehlt es an potenziellen Nachfolgern. In Heizungsbau- und Elektrobetrieben gibt es hingegen mehr Nachwuchs. Bei der Industrie- und Handelskammer ist heute Beratungstag für Unternehmer. Uta Wudonich gibt hier auch Tipps, worauf Unternehmer vor dem Ruhestand achten sollten. Die zukünftigen potenziellen Nachfolger, die möchten nicht in so einen traditionellen 14-Stunden-Tag hinein halt rutschen. Und dann bestehen eben halt auch als große Sorgen im Endeffekt auch die finanziellen Herausforderungen, die so ein Nachfolger dann halt auch tragen muss. Alessandros Wand ist fertig. Bis zu seiner Rente hat er noch Jahre Zeit. Aber auch er hofft, den Betrieb irgendwann beruhigt in neue Hände geben zu können.